Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Ihr werdet es am Titel schon gesehen haben. Heute geht es um das Thema Gegenwind. Ist für mich aktuell im Game das, was mich mit Abstand am meisten abfuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir so ein bisschen selber auferlegt, da ich mich darüber nicht mehr aufregen will im Stream. Aber es ist ein Thema, worüber wir auf jeden Fall mal reden sollten. Ich glaube, als erstes sollten wir einmal klären, was überhaupt Gegenwind ist. Ihr seht hier unten so einen kleinen grünen Pfeil. Wenn dieser grüne Pfeil hinter, also von unten nach oben zeigt, dann habt ihr Rückenwind. Wenn der Pfeil von oben nach unten zeigt, dann habt ihr Gegenwind. Und ich glaube, den allermeisten wird mittlerweile aufgefallen sein, dass man relativ oft im Spiel Gegenwind hat. Selbst mit dem schnellsten Schiff der Brigantine, die ich hier oft benutze, hat man im Gegenwind nur 12 Knoten. Zu dem Gegenwind gibt es richtig viele Theorien, damit will ich euch jetzt nicht belasten. Aber man hat schon irgendwie das Gefühl, dass man echt oft Gegenwind hat. Und es gibt jetzt auch nicht den mega super Top-Tipp von mir, der euch verrät, wie ihr immer Rückenwind habt. Daran könnt ihr leider tatsächlich nicht viel machen, außer Slalom fahren, ein bisschen Routen anpassen. Aber gefühlt ist es so programmiert worden, dass der Gegenwind immer da ist, um euch auszubremsen, damit ihr länger spielt. Das ist eine Theorie, die im Umlauf ist auf dem Reddit-Forum. Ob die stimmt, können wir nicht nachprüfen, weil es noch keinen Datamine gibt, der das bestätigt. Aber es ist für mich schon sehr naheliegend, dass der Gegenwind extra generiert wird, um euch länger im Spiel zu halten. Ich habe aber einen mega Top-Tipp für euch, den ich heute auch selber erst im Stream erfahren habe. Und zwar könnt ihr ein beziehungsweise zwei Items euch relativ easy kaufen in Telok Penjara, womit ihr euren Topspeed erhöhen könnt. Und das ist gerade im Rückenwind, der zwar sehr selten ist, aber doch ab und zu da ist, sehr wichtig. Aber auch im Gegenwind sehr wichtig. Vor allen Dingen, wenn ihr von den Piratenschiffen, von den Freibeutern oder von irgendwelchen Versorgungsfahrtschiffen verfolgt werdet. Den könnt ihr nämlich abhauen, wenn ihr sie nicht bekämpfen wollt. Und auch für Leute, die PvP machen. Das schaut euch hier daraus an alle Leute, die eine Ruderwette machen wollen. Bei den Ruderwetten gibt es aktuell eigentlich eine Meta, dass man entweder die Schnau nimmt zum Angriff oder die Brigantine, wenn man selber die Ruderwette hat, um den Gegner wegzufahren. Und da macht es natürlich Sinn, seine Bewegungsgeschwindigkeit oder seinen Topspeed zu erhöhen. Und das könnt ihr mit zwei Items machen. Einmal mit dem Wasserschlauch und einmal mit dem Wassertank. Den Wasserschlauch, den könnt ihr auch bei jeder Insel umsonst einsammeln. Der sieht so aus, Wasserflasche, nicht Wasserschlauch. Und der gibt euch 20 Sekunden lang einen Bonus von 10% zur Segelgeschwindigkeit. Das ist bei der Brigantine beim Topspeed 1,8, das wird aufgerundet und dann seid ihr bei 20 Knoten. Davon könnt ihr hier 5 Stück kaufen. Und dann gibt es noch das Wasserfass, das auch 20 Sekunden boostet, allerdings 15 Sekunden. Davon können wir hier auch 5 Stück kaufen. Und das Geile ist in Telok Penjara, das Kaufen könnt ihr hier einmal pro Stunde machen. Und nur mit den 5 und 5 sind jeweils 10, also insgesamt 10, mal 20 Sekunden könnt ihr über 3 Minuten lang schneller fahren. Wenn ihr dann also in eurem Steuerrad den Wassertank und auch die Wasserflasche reinmacht und da auch in den nächsten Stunden mal an einem Tag immer schön in Telok Penjara die Dinger kauft. Ich würde die jetzt nicht kaufen und sofort ausgeben, sondern erstmal schauen, dass man so einen Balk hat, den man da benutzen kann. Vor allen Dingen für die Ruderwette, die einmal am Tag ist, und auch für die Münzfahrt macht das extrem viel Sinn. Würde ich echt empfehlen, diese Wassertanks und auch diesen Wasserschlauch mitzunehmen. Und ich würde die jetzt einmal ausprobieren mit euch, um euch zu zeigen, wie viel die denn in Wirklichkeit bringen. Ich habe jetzt sowohl den Wassertank als auch die Wasserflasche einmal ausgerüstet. Und als erstes werden wir uns das Ganze angucken mit Rückenwind. Dafür fahre ich jetzt hier einfach mal ins Nichts mit Rückenwind. Und dann seht ihr hier 18 Knoten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einmal die Wasserflasche zünde, dann gehen die 18 Knoten auf 20 Knoten. Was für euch vielleicht nicht als, was ihr vielleicht nicht als viel empfindet, aber stellt euch vor, ein Piratenschiff oder eine Schnau verfolgt euch, da machen diese 2 Knoten schon sehr viel, einen sehr großen Unterschied. Und jetzt seht ihr hier gerade, habe ich zum Beispiel einen Freibeuter hinter mir, gegen den will ich vielleicht nicht kämpfen.
sondern abhauen. Und dann gehe ich in den Rückenwind und setze vielleicht mal den Wassertank ein. So, Wassertank, zünden. Kommen wir auf 21. Ich gehe mal richtig in den Rückenwind. Es fühlt sich aber gefühlt nochmal ein Stückchen schneller an, obwohl es 15% sind. Vielleicht im kompletten Rückenwind. Kommen wir auf 21 mit dem Wassertank? Es bleibt bei 20. Ich hatte tatsächlich gedacht, wir würden vielleicht mit dem Wassertank 21 erreichen. Aber 20 auch gut. Und ihr seht, dem Freibeuter bin ich einfach mal weggefahren. Jetzt werden wir das Ganze auch nochmal ausprobieren im absoluten Gegenwind. Da wird es natürlich dann nicht so viel Unterschied machen, weil es natürlich prozentual ist. Aber im 12 Gegenwind, diesem normalen Gegenwind, können wir ja mal direkt den Wassertank zünden und gucken, wie viel wir da mehr bekommen. So, Wassertank ist gezündet und es sind 2 Knoten. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, es wäre nur 1 Knoten. Aber 14 Knoten, das ist die Max-Geschwindigkeit von der Schnau, dürft ihr nicht vergessen. Schnau, Bomber, Sambuke, die sind alle nicht schneller als 14 Knoten. Also könntet ihr mit der Brigantine sogar im Gegenwind einer Schnau, einem Bomber und auch einem Sambuke wegfahren. Das Ganze müsst ihr ja natürlich nicht unbedingt mit der Brigantine machen. Ihr habt gesehen, ich habe sowohl im Gegenwind als auch im Rückenwind 2 Knoten dazu bekommen. Das heißt, so auch auf der Schnau und auch auf der Sambuke und auch auf dem Bomber werdet ihr jeweils 2 Knoten mehr bekommen. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen bei der Münzsammelfahrt, im PvP und auch in der Ruderwette, um, wenn ihr vielleicht nicht der Beste im Angriff seid, einfach auch durch reine Geschwindigkeit dem Gegner davonzufahren. Abklingzeit von dem Wassertank und Wasserschlauch sind 60 Sekunden. Bedeutet, ihr habt 20 Sekunden Boost, 40 Sekunden Abklingzeit und dann könnt ihr das Ganze wiederverwenden. Das Ganze könnt ihr natürlich auch in anderen Teilen der Welt kaufen, aber in Telok Penjara könnt ihr jeweils 5 kaufen, was richtig viel ist. Und das Ganze einmal pro Stunde. Bedeutet, immer wenn ihr hier hinfahrt, vielleicht für Opium oder zum Verkaufen oder Kaufen, solltet ihr einen kleinen Abstecher machen zum Provianthändler und euch einmal den Wasserflasche und auch den Wassertank kaufen. Wenn ihr gerne mit mir und auch mit der Community auf einem Server spielen wollt, dann checkt mal Twitch ab. Da bin ich sehr wahrscheinlich jetzt gerade live mit der Community und spiele Skull & Bones. Checkt dafür einfach mal Twitch unten in der Videobeschreibung ab und kommt dazu. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.